Ich habe meine Sache auf nichts gestellt. Auf nichts gestellt. Auf nichts gestellt. Drum ist so wohl mir in der Welt. Drum ist so wohl mir in der Welt. Juhe, juhe, juhe. Der Max Stirner. Der Einzige und sein Eigentum. Ein Ehrengrab. Ich habe meine Sache auf nichts gestellt. Ich habe meine Sache auf nichts gestellt. Ja, was alles soll nicht meine Sache sein? Was alles nicht? Vor allem die gute Sache. Ja, das Gute, Schöne, Wahre, das soll meine Sache sein. Oh Gott, die Sache Gottes soll meine Sache sein. Huh. Ah, die Menschheit, die Menschheit. Der Hölderlin hat die Menschheit geliebt. Daraufhin hat die Menschheit ihn 100 Jahre vergessen. Immerhin denkt sie jetzt an ihn, ein paar jedenfalls. Die Sache der Wahrheit, oh Gott, die Wahrheit, die Arme, die ärmste Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit, immer bleibt sie nur auf der Strecke. Die Freiheit. Jawohl, die Freiheit. Es lebe die Freiheit, ja, die Freiheit. Das soll meine Sache sein. Die Freiheit hier an dieser Stelle, wo die Mauer stand, diese Scheißmauer. Die Freiheit. Die Freiheit. Die Freiheit soll meine Sache sein, ja. Für die Schöpfung, für die Kreativität, für die Liebe. Ohne Freiheit ist alles nichts. Oh, das Donnerwort. Nach der Humanität. Nach der Humanität, die meine Sache sein soll, kommt die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, du Donnerwort. Ein bisschen Gerechtigkeit, das wäre toll. Die Sache meines Volkes, mein Volk. Ha! 3 Leute auf der Erde, oder? Wie viel sind wir denn nun noch? 3, 4 oder auch 5 sogar. Wie viel sind wir denn? Wir Volk. 8 Milliarden. Oh, mein Volk hat 8 Milliarden, mindestens. Na. Bei 10. Uff. Die Sache meines Volkes. Was ist die Sache meines Volkes? Wir Deutschen mit der Einheit. Oh Gott. Wir haben es immer mit der Einheit. Es gab die Wiedervereinigung. Also gab es die wirklich? Glaubt ihr daran? Also ich hab irgendwie verschlafen oder was? Wiedervereinigung. Schön wär's. Wir sind auf dem beschissenen Stand geblieben, den wir waren, die Untermenschen aus dem Osten. Die Russen kommen, sehen zwar deutsch aus, sind aber Russen alle, Russenknechte. Eine Einheit, eine Vereinigung, das kannst du vergessen. Max, die gibt's nicht. Ich bin ein Ossi, also doch nicht 8 Milliarden, sondern 8 Millionen. Oder Dreier. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk der Vergessenen, der Verlorenen.
Man rauft sich die Stirne sein Leben lang und fragt sich, mein Gott, warum? Warum ist alles so beschissen, wie es ist? Das ist ein ewiger Streiten, Kriegen, nicht Kriegen, Bekriegen. Ein ewiges Hin und Her, ein Gezerre. Es gibt da keine Einheit. Ich habe meine Sache auf nichts gestellt. Auf nichts kann man sich verlassen. Das ist das Einzige. Ich habe meine Sache auf nichts gestellt. Drum ist so wohl mir in der Welt. Juche, juche, juche. Das ist doch wirklich ein wunderbarer Platz. Guck mal. Der Lorbeer blüht hier bis hoch in den Wipfel fast. Also, besser kann man es nicht haben. Ist zwar Efeu, aber das sieht aus wie Lorbeer, ist ganz grün, ist immer grün. Ist das nicht schön? Das ist wirklich der beste Platz der Welt, den du haben konntest. Also ich würde mich neben dich legen, wenn es soweit ist. Muss ich echt sagen, es ist ein wundervoller Platz hier. Fehlt bloß noch ein kleiner See, wo dann die Abendsonne auf dem Wasser, wo ein paar Schwäne vorübergleiten, dann wäre das vollkommen. Sollen sie doch diese scheiß Mauer endlich abreißen und sollen dann die Panke oder die Spree durchfließen lassen. Mein Vaterland, oh mein Vaterland, das Wort Vater ist schwer. Und auch noch Vaterland. Mein Vater, der ist vor der Rolle Vater so davon kalubiert. Da hast du nur noch eine Staubwolke gesehen, da war er weg. Also mit Recht, weil der wusste auch nicht, was das ist. Dachte immer, mein Gott, Vater, Vater, das ist ja was ganz Bedeutendes. Wie soll man das machen? Wie geht denn das? Wie geht Vater? Wie geht Vaterland, mein Gott? Irgendwie ist da ein Loch, eine leere Stelle. Da ist nichts. Da fehlt was. Ich habe das ja verstanden. Mein Vater konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Wir konnten es eben nicht. Aber es ist so schade um die Kinder, ne? Natürlich brauchen sie ihren Vater. Aber wenn man es nicht kann, dann kann man es auch nicht machen. Ha! Das alles soll meine Sache sein. Meine Sache! Ja, was ist denn meine Sache? Was ist meine Sache? Wir werden benutzt, wir lassen uns benutzen, wir dienen, wir... Aber was ist meine Sache? Das hat mich schon erstaunt. Dass du so unabhängig denken kannst, konntest. Wieso hat er einfach Schluss gemacht? Kannst du nicht noch bis zum Ende aushalten, Karte? Sehen wir also dem zu, wie diejenigen es mit ihrer Sache machen, für deren Sache wir arbeiten, uns hingeben und begeistern sollen. Ihr wisst von Gott sehr viel Gründliches zu verkünden. Ihr habt Jahrtausende lang die Tiefen der Gottheit erforscht. Ihr wisst also Bescheid. Ihr seid die Wissenden, die Weisen. Ihr habt der Gottheit ins Herz geschaut. Ihr kennt euch aus. Ihr wisst, worum es geht. Ihr wisst, wie die Gottheit fühlt und denkt, so dass ihr uns wohl sagen könnt, wie Gott die Sache Gottes, der wir zu dienen berufen sind, selber betreibt. Und ihr verhehlt es ja auch nicht, das Treiben des Herrn. Ihr seid ja die Herren. Was ist nun die Sache Gottes? Die Sache des Herrn. Der Herrn. Hat er, wie es uns zugemutet wird, eine fremde Sache am Hals? Hat er die Sache der Wahrheit, der Liebe, der Gerechtigkeit, der Humanität, des Volkes, der Menschheit zu der Seinigen gemacht? So, wie man das von uns verlangt? Die Frage darf man doch wohl mal stellen. Warum seid ihr die Herren und wir die Sklaven? Wir sollen euch dienen. Warum? Hat es denn Gott so gemacht? Hat Gott das, was ihr von uns verlangt, gemacht? Nein, das ist ja der Herr. Der verlangt von allen, auch von euch, dass ihr dem Gott dient. Aha. Also hat er es auch nicht gemacht, seine Sache. Warum? Warum um Gottes Willen dient Gott nicht seiner eigenen Sache? Wir sollen seine Sache zu unserer machen. Aber er? Nein. Wie steht es um die Sache der Menschheit, deren Sache wir zu unserer machen sollen? Oje, die Menschheit. Da krepelt jeder
murkelt vor sich hin. Und der andere ist der Feind, der Wolf, das Schwein, der Nachbar, das Schwein, der andere, der es besser hat, der erfolgreicher ist, der Filme machen darf und ich aber nicht, weil er sich so anpasst, dass er so wunderbar benutzbar ist, so wunderbar dient, um ihre Macht zu erhalten, zu vermehren, ihren Besitzstand zu wahren und zu vermehren. Die lügen, die einfach lügen, von früh bis spät lügen, lügen, lügen und damit ihr Auskommen haben auf ihr Pöstchen, an dem sie an uns verdienen. Entertainment, Unterhaltung. Unterhaltung ist sozusagen ein Unterdrückungsinstrument in diesem Lande, wo sie glauben, es ist das Beste aller Zeiten, eine Gesellschaft, die beste aller Zeiten. Mit ihren Menschenrechten, Freiheitsrechten, Bürgerrechten, oh Gott. Phrasen, Menschlichkeit, Menschenrechte, Phrasen, die Phrasendrescher auf der Regierungsbank oder in der Opposition, die in China Menschenrechte predigen und sie selbst überhaupt nicht wissen, was ein Mensch ist. Phrasendrescher. Aber wehe, wenn du das sagst. Wehe allem, was ihnen nicht wohlgefällig ist. Wo ist das Recht auf Arbeit? Wo ist das Recht auf Wohnung? Wo ist das Recht auf Eigentum? Nichts davon ist im Grundgesetz. Nichts davon ist hier zu Hause. Also die wichtigsten Menschenrechte, wo man, wenn man hier obdachlos ist, wenn man hier arm geboren ist, ist man verloren. Es gibt kein Recht auf Arbeit, es gibt kein Recht auf Wohnung, es gibt kein Recht auf Eigentum. Weil das genau haben die Herren alle und verteilen es an ihre Untertanen, wenn sie Untertanen sind. Aber wer, du willst nicht Untertan sein, dann verreckst du, dann landest du hier, Max Stirner, aber ohne Ehrengrab. Und wenn diese Phrasendrescher diese Phrasen nicht mehr brauchen, dann werfen sie sie auf den Müll oder die Menschen, die dafür einstehen. Es ist nur noch Show und so tun als ob, Lüge. Symbolpolitik, ein Symbol, dass sie Politik machen. Oh, wir sind ja die Humanisten, wir sind die Demokraten, wir sind die Menschenrechtsaktivisten, wir verwalten die Menschenrechte. Ha! Und die wichtigsten fehlen. Kein Recht auf Arbeit, kein Recht auf Wohnung, kein Recht auf Eigentum. Die Besitzenden, die Herren, die lassen diese Plärrer auf der Regierungsbank und in der Opposition, diese Phrasendrescher von Menschenrechten schwatzen. Oh, das ist so angenehm, von Menschenrechten zu schwatzen, die überhaupt keine Rolle spielen. Hier, ob du etwas hier sagst oder nicht sagst, interessiert kein Schwein. Natürlich hast du Redefreiheit, wie ich hier. Die Natur ist geduldig. Der liebe Gott hört zu und sagt, ha, ach, guck an, den gibt's auch noch. Ich brauche auch gar nicht auf jene zu zeigen, die uns ihre Sache immer wieder zuschieben wollen. Mit mahnenden Worten, oh, oh, steht ein für den Frieden, ja. Für den Frieden, für euren Frieden, an dem ihr verdient, für euren Krieg, der Vorwärtsverteidigung heißt, nicht Krieg, gegen die bösen Russen, oh, die bösen Russen, ja. Yeah. Was steckt dahinter? Nur Lüge. Ob grün, ob gelb, ob rot, die Politik geht hier vor die Hunde. Und es wird so getan, als ob da noch Leben drin steckt in dieser Demokratie. Die Herrschenden, die Besitzenden haben gesiegt, tun aber immer noch so, als ob das Spiel weitergeht. Und man zieht noch ein paar Züge auf dem Totenfeld, tut so, als ob. Das ist Demokratie. Aha. So tun, als ob. Die Etikette hat sich geändert, der Name hat sich geändert, die Sache an sich ist die gleiche geblieben. Herren und Sklaven, Herren und Diener,
Untertanen und die Herrenrasse, die Herrenmenschen, die das Sagen haben. Seht ihr euch alle an, seht euch die übrigen an. Es ist ein Teufelskreis. Man kann drehen und sich wenden, wie man will. Man kommt immer wieder auf die gleiche Stelle. Sozialismus und Kapitalismus. Ein Spiegelei wie das andere. Beim Original angekommen. Hau drauf, Kapitalismus. Ab mit oder ohne Mauer bin ich der arme Wurm geblieben. Unter armen Würmern. Und die Herren und ihre Untertanen sind die gleichen Gesichter, die gleichen Fratzen, die gleichen Gummiknüppel, die gleichen Peitschen, die auf uns runtersausen, die gleichen Zwänge. Bürokratie ist also 10 bis 100 Mal verschärfter als Machtinstrument, als Peitsche über das Volk, die über dem Volk knallt. Über den Bürger, den freien Bürger. So stehen sich alle ausnehmend gut dabei, wenn ihnen pflichteifrigst gehuldigt wird bei ihrer Sache. Respekt vor denen, die sich der Sache, der Menschheit, der Gerechtigkeit, der Freiheit und so weiter hingeben, wirklich und dafür sterben. Respekt. Max Stirner oder Karl Marx oder Jesus oder Hölderlin, Georg Heim oder Dostojewski, Nietzsche. Das sind so die Leuchttürme der Menschheit, die Sternstunden der Menschheit, die Sterne. Das ist das Einzige, was ich empfehlen kann. Auch das ist nichts, interessiert die Herren nicht und auch die Sklaven nicht. Die Sklaven, die trotten nach dem, was die Herren pfeifen und jeder hat zu tun. Wir haben überhaupt keine Zeit, sich um solche Typen wie uns den Kopf zu zerbrechen. Wie Märtyrer fürs Volk, ja, die sterben auch für nichts, richtig. Aber dieses Nichts ist es eben, was das Eigentliche ist. Das Eigentum ist. Ihr Eigentum. Derer, die fallen. Dem Volk ist es nicht egal, wenn jemand für es stirbt und es zur Geschichte wird. Das Volk wird durch den Dünger ihrer Leichen ein blühendes. Ja, richtig. Ja und? Du bist doch auch so ein Dünger. Was meckerst du da herum? Du bist doch auch so ein Dünger, Max. Die Individuen sind für die große Sache des Volkes gestorben und das Volk schickt ihnen einige Worte des Dankes nach. Okay, nehmen wir so hin, wie du sagst. Aber seht doch jeden Sultan. Jetzt kommst du mit dem Sultan. Oh, der Sultan, wer ist das? Der Sultan. Jetzt kommst du mit dem Sultan, der für die Seinen so liebreich sorgt. Gibt's denn? Der Sultan, der für die Seinen so liebreich sorgt. Meine Mutter war so ein Typ, glaube ich. Aber Mutter und Sultan kriege ich auch nicht zusammen. Der für die Seinen so liebreich sorgt, ist er nicht die pure Uneigennützigkeit? Quatsch, natürlich nicht. So ein Unsinn hier mit dem Sultan. Wo hast du denn den Sultan hergezerrt, Maxe? Opfert er sich nicht stündlich für die... Quatsch, natürlich nicht. Jawohl, für die Seinen. Ja. Er opfert sich für die Seinen. Der Sultan. Ach, für seine Frauen oder was? Für seinen Harem. Ja, na gut. Ach, das ist der vom Puff. Ah, ich verstehe. Den nennst du jetzt Sultan. Der vom Puff, der sich um seine Huren kümmert und sorgt. Jawohl, für die Seinen. Versuch es. Einmal und zeige dich nicht als der Seine, sondern als der Deine. Du wirst dafür, dass du seinen Egoismus dich entzürkst, in den Kerker wandern. Das ist also Sadomaso-Puff. Ein Sadomaso-Puff. Er ist sich alles in allem der Einzige. Und seine Huren sind sein Eigentum. Ja. An diesen glänzenden Beispielen wollt ihr nicht lernen, dass der Egoist am besten fährt?
Das wissen wir alle schon. Du rennst offene Türen ein, Max. Egoismus ist Staatsräson heutzutage. Egoismus ist Staatsräson. Gott und die Menschheit haben ihre Sache auf nichts gestellt. Auf nichts als auf sich selbst. Ich meinerseits nehme mir eine Lehre daran. Ich stelle meine Sache nur auf mich selbst. Der ist so gut wie Gott, dass nichts von allem anderen, der ich mein Alles, der ich der Einzige bin. Großartig. Gott hat die Menschheit, wie ihr versichert, den Gehalt, Halt genug in sich, um sich alles in allem alles zu sein. Da ich so gut wie Gott, das Nichts von allem anderen, der ich mein Alles, der ich der Einzige bin, so spüre ich, dass mir daran weit weniger noch fehlen wird. Und dass ich über meine Leerheit, mein Nichts, keine Klage zu führen brauche. Ich bin nicht nichts im Sinne der Leerheit, sondern das Alle. Ich bin das Schöpferische, alles und nicht. Das Nichts, aus dem ich als Schöpfer alles und auch mich selbst schaffe. Puh, das ist Dichtung. Das ist große Dichtung. So ist es. Das ist deine Größe. Was ist gut, was ist böse? Ich bin weder gut noch böse. Beides hat für mich keinen Sinn. Sondern dagegen steht, dagegen strebt, dir das verweigert und dich unterdrückt, dass du diese Tür öffnest. Für dich, dein eigener Herr zu sein. Dein eigenes Nichts als Nichts. Nichts alles zu sein, als der Herr des Nichts, als der Herr vom Allem, jedenfalls von allem, was du bist und hast, denn du hast ja nicht. Meine Sache ist nicht das gute, rechte, freie, sondern allein das meinige. Die Welt ist mein, oh ja. Die Welt ist mein, die Welt ist mein, mein ist die Welt. An wen man sich erinnert, der ist nicht tot. Dann nehmen wir jetzt mal Platz auf deinem Thron. Auf den Thron. Ich habe meine Sache auf nichts gestellt. Drum ist so wohl mir in der Welt. Ich habe meine Sache auf nichts gestellt. Auf nichts. Auf nichts. Auf nichts in der Welt. Ich habe meine Sache auf nichts gestellt. Juche, juche, juche.